Herzlich willkommen in der Serie Pflanzenvermehrung. Heute sind wir im fünften Teil und ich zeige euch, wie wir den Sonnenhut vermehren. Zunächst werden wir die Pflanze zurückschneiden und die Wurzeln aus dem Boden nehmen. Der Sonnenhut wächst horstartig und hat an den Rändern Ausläufer. Und von diesem Rand habe ich jetzt einen Teil abgestochen. Und da werden wir jetzt die Erde mal von wegmachen und dann zeige ich euch, wie wir davon neue Sonnenhüte heranziehen. Ja, wie gesagt, schütteln wir jetzt zunächst die Erde ab von den Ausläufern, um zu sehen, wie die Pflanzen sich entwickelt haben, die Ausläufer. Und dann können wir auch beurteilen, was wir davon gebrauchen können. Aus diesem Gewusel suchen wir uns jetzt mal ein paar gute Stücke raus. Und die Ausläufer sehen dann so aus. Und von diesen Ausläufern werden wir jetzt die Wurzeln kürzen, damit sie später besser verzweigen. Und das restliche Blattwerk ab. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und so können wir den guten einpflanzen. Und haben somit einen neuen Sonnenhut. Das Zurückschneiden machen wir jetzt bei allen Teilen, die wir rausgenommen haben aus der Erde. Und wenn ihr die Pflanzen einpflanzt, beziehungsweise die kleinen Pflänzchen hier, dann könnt ihr die direkt in euer Beet einpflanzen, das ihr geplant habt. Denn die werden bereits im nächsten Jahr blühen und so kann man sich wirklich wunderschöne Beete gestalten, ohne ja, viel Aufwand. So, ein paar kleine Dinge habe ich noch zu sagen, und zwar, wenn wir die kleinen Pflänzchen eingepflanzt haben, werden sie gut angewässert, ist ganz klar, und gedüngt wird überhaupt nicht jetzt. Gedüngt wird erst im Frühjahr, nachdem wir wirklich sehen, dass die Pflanzen gewachsen sind, also ein paar Blätter schon da sind, dann können wir auch etwas düngen, wobei Stauden in der Regel auch nur einmal im Jahr gedüngt werden. Und das natürlich im Frühling und etwas sparsamer, weil man zu dolle düngt, dann geht die ganze Geschichte zu sehr ins Geschirr und fällt auseinander und das ist dann auch nicht so Sinn der Sache. Ja, wenn man sich jetzt eine ganze Rabatte pflanzen möchte, also eine große Fläche mit Sonnenhut beispielsweise, dann nehmen wir einen Pflanzenabstand von 50 x 50 cm, damit die Pflanzen auch Platz genug haben, sich kräftig entwickeln zu können. Ja, des Weiteren sollten solche Stauden nicht in der Nähe von Formgehölzen, also von Buchsbaumkegeln oder Kugeln gepflanzt werden und auch nicht in der Nähe von Buchsbaumhecken. Weil wenn die Buchsbaumhecken oder die Formgehölze keine Sonne bekommen, beziehungsweise kein richtiges Licht und die Stauden dann im Herbst zurückgeschnitten werden, dann können zum einen die Blätter der Buchsbäume verbrennen und zum anderen entstehen kahle Stellen. Und das ist natürlich nicht so schön. Daher achten wir auf Abstand zu solchen Pflanzen, damit also auch der Sonnenhut sich ausbreiten kann. Der Sonnenhut ist natürlich auch ein Allrounder im Garten. Also man kann ihn Richtung Süden, Richtung Norden, Richtung Osten, Richtung Westen, also der kann überall gepflanzt werden. Der etabliert sich also in allen Richtungen und verträgt dementsprechend halt auch Schatten. Das Einzige, was er nicht verträgt, sind halt, wenn große Bäume in der Nähe sind, die sehr starke Wurzeln haben und dann im Sommer, wenn es heiß ist, solchen Stauden dann sämtliche Wasservorräte unter dem Grund wegsaugen und daher sollte man in solchen Regionen nicht pflanzen, es sei denn, man hat die Möglichkeit und bewässert dann im Sommer, wenn es richtig warm ist, dann kann man natürlich auch an solchen Bäumen beispielsweise den Sonnenhut gut platzieren. Ich hoffe, euch hat der fünfte Teil der Serie Pflanzenvermehrung von Detlef Römisch gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. In dem Sinne, viel Spaß im Garten. Ciao. Blah, blah, blah.